noch einmal resetten die Uhr. Das ging zum Glück erstaunlich gut. Mit seinem Heimatland Vizemeister wurde. Das hat gut funktioniert. Uhr runterlaufen. Elias Jackson. Lassen. Pick and Roll und dann aber Shooting von draußen. Davis, da muss man aufpassen, es geht nämlich super, super schnell. Badai Njai, das ist mit Filipowski. Seljas. Ja. Der kann von draußen. Und wenn er da Platz bekommt. Haben wir nochmal Seljas. Davis, Jackson, 5 Sekunden auf der Uhr. Oha! Ja, der hat das grüne Licht natürlich. Hat auch zuletzt starke Form bewiesen. Mike Davis Jr. mit Erfahrungen bereit zu nehmen. Aber er hat natürlich jetzt Feuer gefangen. Das ist dann gefährlich, wenn der plötzlich merkt, er hat Touch. Louis. Peu à peu nähert er sich der Zone, Pull-Up-Jumper. Ja, diese Akka und Schröder. Aber da sind natürlich dann die Lücken da. Basikone kommt von der Bank ins Spiel. Erster Ballkontakt in der Offensive, erster Wurf von ihm. Das Ball. Kommen. Und dann geht er über die linke Seite. Wieder ein 1 gegen 1. So wie man es haben will, gegen den Big Man attackieren. Die Rotation kommt zu spät von Zülker. Vorhin vielleicht den etwas überlegteren Eindruck gemacht. Seine 2 Assists in nicht mal 4 Minuten. Zülker fängt so ein bisschen hier das Scoring auf. Vorsicht, das war Rückspiel. Okay. Seljas. Wenn du natürlich solche Würfe triffst, kann man der Braunschweiger Defensive jetzt nicht ganz so viele Vorwürfe machen. Schuka, das war exzellent gespielt. Velička mit dem Anspiel auf den Slowen. Endlich auch mal ein Korb inside, in Korbnähe. Seljas, starker Offensiv-Rebound. Hätte er vielleicht noch Zeit gehabt, den Wurf zu justieren. So, und die Auszeit kommt, die Auszeit kommt. Braunschweig hat ein klein wenig in die 20 Jahre jung. Der natürlich perfekt in diese Braunschweiger Philosophie passt, mit jungen Deutschen zu arbeiten. Aber aus dem Ball, Verlust der Braunschweiger raus. Es ist im Grunde wie eine kaputte Schallplatte. Es ist immer das Gleiche. Ball gewinnen, wenig machen. Kriegen den Ball nicht schnell nach vorne. Gute Rückwärtsbewegung und unterm Korb ist sowieso alles doppelt und dreifach vernagelt. Dritten Nachpass gelingt dann Schuka, der Korbleger. Philips, gute Bewegung unter Korb, verpasst aber den Korbleger. So, vielleicht jetzt mal so ein Mini-Lauf, vielleicht die zweite erfolgreiche Aktion in Folge. Schuka ist da, Filipowski, ich schaue direkt hin, weil ich ahne schon die Auszeit. Und der ist jetzt 3 erfolgreichen Aktionen wieder zurückgebracht haben, 6-0 Lauf. Ein bisschen Abwechslung sorgen. Jackson. Allein Jai. Fast zu einfach. Ja, das so muss man Jevon Jackson manchmal so ein bisschen anlasten. Das war schon in seiner Tübinger Zeit so, dass er
sich da defensiv jetzt nicht unbedingt extremst aufopfert. Das Anspiel auf Klassen. Jackson, ja, da hat man ihm den Weg ganz frei gemacht. Mitchell bleibt bei Seljas, baut das Spiel aber zunehmend ab hier. Flanagan hat sich überlegt, was vielleicht. Flanagan. Schau ich mal direkt zu Filipowski. Aber seine erste Aktion endet mit einem Turnover. Wilitschka, da ist Phillips noch ganz stark, das noch zu challengen. Flanagan. Jetzt wird er aber geschlagen im 1 gegen 1. Davis, jetzt muss irgendwo der Wurf oder der Pass kommen. Wieder Ukraj da, das ist Wahnsinn. Also das ist natürlich stark von Ukraj, wie er danach setzt, aber es ist leider auch aus Braunschweiger Sicht Flanagan. Bahrain Jai. Dann muss man da einfach auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Starke Abwehr, starke Defense gegen Bahrain Jai. Verwaltet werden soll, deswegen noch mal eine Auszeit. Jackson, 3. Und der fällt rein. Dank an die weichen Ringe der Tech-Tech-Arena. Damit wird Jackson mit seinen 17 Zählern sehr wahrscheinlich der Topscorer werden. Braunschweiger bemüht wenigstens mal Bahrain Jai, der Korb zählt. And one gibt es auch noch und damit hat man immerhin die 50-Punkte-Marke gerissen. Da bleibt es auch dann dabei. Ein punktearmes Spiel, ein teilweise gutes Spiel der Würzburg.